Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und wir wollen uns diesen Charger von Quicent mal angucken. Der ist jetzt so ja ein Stück kleiner als der, also ist der 5er, der ist so ja ein Stück kleiner als der 4er. Ich werde euch die gleich mal nebeneinander halten, ich will mir den nur mal angucken, ein bisschen schwerer ist er auch. Hier ist jetzt hinten bündig. Hier ist kein Aufkleber drauf, hier ist es raufgedruckt direkt auf den Kasten, dass er, wie viel Ampere der hat und alles drum und dran. Keine scharfen Ecken, Kanten, ich habe hier keine Leuchte, so wie, ach, die habe ich hier vorne jetzt drin, ne? Okay. Okay. Also, das ist der 5-fach. Wir haben hier hinten den Stromkabel, der ist im Gegensatz wie vom 4er. Das ist der 4er, hier guckt er so ein bisschen raus, hier ist er komplett fast bündig. Wir haben hier auch wieder das Logo der Firma, wie beim 4er. Wir haben jetzt hier nicht den Namen von dem Produkt, wie beim 4er. Wir haben jetzt hier eine LED, beim 4er ist es da. Hier haben wir nur 4. Hier haben wir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, beim 4er, ihr seht, der ist wesentlich dicker als der 5er. Beim 4er haben wir hier hinten so ein, hier ist doch kein Aufkleber, ist auch nur ruf. Ist auch direkt drauf. Siehst du, habe ich mich so erirrt. Ist hier genau der gleiche. Hier sieht es ein bisschen qualitätsmäßig besser aus. Die USB-Anschlüsse sehen auch sehr gut aus. Ja, aber mehr kann ich damit jetzt nicht machen. Ich hoffe, dass mein Teil funktioniert. Nicht, dass ich mir die Steckdosen durchhaue. Werde ich gleich mal versuchen, ob das alles so funktioniert. Und dann werde ich denn... Ich werde das aber erstmal zum Fachmann bringen und mal fragen, ob das überhaupt so geht mit dem Stecker, und wenn nicht, dann haben wir A-Karte. Ja, ich würde die gerne benutzen wollen, weil für die E-Zigaretten brauche ich genug USB, und das geben die mir. Der hier zum Beispiel 1 Ampere, 1 Ampere, 1 Ampere, 2,4 Ampere, 2,4 Ampere. Wir haben 2x2 Ampere und 3x1 Ampere. Naja. Sieht schon geil aus und hat ein bisschen Gewicht schon, hat schon ein schönes Gewicht im Gegensatz zum 2er oder zum 4er. Ist der 5er definitiv was schwerer. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt erstmal. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.